Margret Hofheinz Döring wurde 1910 in Mainz geboren. Künstlerische Anregungen erhielt sie schon früh durch ihren Vater, den Bildhauer und Schriftsteller Franz Döring. In Göppingen aufgewachsen, studierte sie 1930 bis 1934 an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und war Kunsterzieherin. 1939 heiratete sie den Altphilologen Herbert Hofheinz. 1944 wurde die Tochter Brigitte geboren. Nach dem Krieg lebte sie als freischaffende Künstlerin in Freudenstadt, dann in Zell unter Eichelberg. Sie entwickelte eine eigene Bilderwelt, in der Geschichten erzählt werden von Menschen, Tieren, Pflanzen oder Landschaften oder auch von Formen und Farben. Auch Märchen oder Themen aus der Weltliteratur, zum Beispiel Goethes Faust, sind häufig in ihrem Werk zu finden. Dichte Kompositionen und ausdrucksvolle Farben machen ihr Werk unverwechselbar. Den Nachlass der 1994 in Bad Boll gestorbenen Künstlerin verwaltet die Tochter Brigitte Mauch.